Willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist die Jen. Ja, willkommen. Ich habe es leider letzte Woche nicht geschafft, ein Video zu drehen und wollte aber unbedingt zu dem Thema noch einen kleinen Beitrag leisten. Und deswegen gibt es von mir eine Anleitung nochmal genau für euch, wie ihr euch ein Dental Dam oder ein Latex-Läppchen oder Lecktuch oder wie man immer auch immer es nennen möchte, bastelt, wenn ihr nämlich es nicht vorher rechtzeitig schafft, welche zu bestellen oder in einem Laden zu finden. Und ich denke mal, so einfach kann man den nicht überall kaufen, also man muss sich schon bewusst vorher bestellen und das, ja, manchmal braucht man es aber vielleicht doch spontan. Und ja, alles zum Thema soweit könnt ihr ja in dem Video von Laura sehen. Sie hat auch ein kleines Bild gepostet mit einer Anleitung, wie man sowas aus einem Kondom zum Beispiel basteln kann. Aber ich denke mal, das war vielleicht etwas unklar und deswegen zeige ich euch das nochmal gleich, wie das genau funktioniert. Und auch nochmal zwei andere Varianten, wie ihr euch an sowas basteln könnt. So, fangen wir auch schon mal an. Die erste Variante mit dem Kondom. Ich habe hier eins, das ist noch von irgendeinem CSD, sponsored bei FDP, dankeschön. Ich packe das jetzt mal aus. Ach, das war irgendeine Geschmacksrichtung oder so. Nee. Also, das Kondom ist auf jeden Fall von seiner Materialität auf jeden Fall sicher. Ich meine, das ist ja für Sex gemacht. Oh Gott. Ich habe schon kein Kondom mehr in der Hand gehabt. Das ist so glitschig. Groß, oder? Nein, okay. Also, das kommen wir zur Sache. Das ist das Kondom. Und da nehmt ihr dann eine Schere. Und schneidet einmal hier die Spitze ab. So einfach. Im Eifer des Gefechts sicherlich auch nicht so einfach. Zack. Und dann einmal links da so rein. Wäre so cool, wenn die Schere, die ihr benutzt, auch sauber ist. Und schon habt ihr ein Lecktuch. Das können Sie dann so festhalten und dann geht's los. Also wie gesagt, das ist wirklich wichtig und vor allem, wenn ihr mit einer Frau Sex habt, die ihr noch nicht kennt oder wenn es ein One-Night-Stand ist oder sowas, macht es wirklich. Also das ist echt kein lustiges Thema, das ist echt eine wichtige Sache und ihr schützt euch vor so vielen Krankheiten und das ist echt wichtig. Also, und guck mal, das geht total einfach und man, klar ist das natürlich nicht so romantisch und so und es ist komisch und vielleicht schmeckt es dann auch nicht so lecker, aber ihr müsst echt an eure Gesundheit denken, das sage ich euch. So, ne? Das macht man mit einem Kondom. Zweite Variante, die Handschuhe, also sowieso einen Handschuh benutzen, auch wenn Jana und mir das auch lustig fanden. Ich hatte schon mal Sex mit Handschuhen und die kann man, also wenn ihr noch mehr habt, oder ihr solltet auf jeden Fall mehr haben, und wenn ihr daraus euch auch ein Lecktuch basteln wollt, das geht auch. Das solltet ihr aber nicht anziehen, könnte schmerzhaft werden. Da macht ihr da folgendermaßen, schneidet die Finger ab. Oh, ich hätte das mehr abschneiden sollen. Also so, dass keine Verbindung mehr oben ist. So. Den Daumen auch. Und dann schneidet ihr da auch einmal an der Seite entlang. Und schon habt ihr ein nicht ganz so schönes Tuch. Das sieht etwas verfetzt aus, aber
es erfüllt auch seinen Zweck. Und es ist sogar ein bisschen größer. Geht also auch. So, und Variante Nummer 3. Das habt ihr sicherlich wirklich alle im Haus. Und dann kann mir jetzt keiner mehr behaupten, ja, okay, ich habe jetzt aber keine Kondome zu Hause rumliegen. Und ich habe auch keine Handschuhe zu Hause rumliegen. Was jetzt kommt, habt ihr nämlich alle zu Hause. Denke ich jedenfalls. Das ist nämlich die gute alte Frischhaltefolie. Frischhaltefolie ist dafür auch super geeignet. Allerdings ist die ja nicht so stark und stabil wie jetzt so ein Handschuh oder ein Kondom. Und deswegen solltet ihr euch da vielleicht mehrere Lagen einfach übereinander tun. Macht ihr euch so ein Stück Papier und dann legt ihr das so übereinander. Und schon, nicht schön, aber selten, habt ihr auch eine Folie. Ist natürlich nicht ganz so gefühlsecht, wenn auch mehrere Lagen miteinander sind, aber es funktioniert auch. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass es auf jeden Fall größer ist und so vielleicht ein bisschen leichter handhabbar. Ja, das sind die 3 Varianten der Do-It-Yourself-Lecktücher. Also, denkt dran, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig und ja, könnt hin. Quentin möchte gerade die Kamera umstoßen. Ich kann es euch nur empfehlen, macht's wirklich und ja, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis denn, die Jen. Na? Katze? Du brauchst das nicht, ne? Wo ist denn hier das Kondom? Da. Du würdest das auch benutzen, nicht wahr, Quentin? Aber du kannst eh nicht mehr.